Willkommen zu Heavy Mental. An der Manege frei. Hier sitzt euer Mainstream in Ingolstadt mit dem Aurel. Danke, dass ich da sein darf. Ja, bitte. Deswegen habe ich dich hier eingeladen, dass du herkommen sollst. Und wir unterhalten uns heute ein bisschen über deine Veranstaltungsreihe Manege frei. Genau. Scheiße. Sorry. Nee, ich sitze hier in Ingolstadt mit dem Aurel und wir unterhalten uns heute ein bisschen über deine Veranstaltungsreihe, die da heißt Manege frei. Und ja, stell dich doch mal vor. Ja, servus, ich bin der Ramon aka Aurel, komme aus Ingolstadt, bin Resident DJ in der Batterie 94 und ich habe so eine kleine Veranstaltung gestartet, die heißt Manege frei und die ist ziemlich gut besucht. Wie kommst du denn eigentlich auf den Namen Manege frei? Das ist eigentlich ein sehr passender Name, finde ich. Ja, ich war schon so als kleines Kind so begeistert vom Zirkus und dann habe ich mir halt mal so gedacht, ja, verbinde ich Zirkus und Musik zusammen und dann ist der Name Manege frei entstanden und dadurch bin ich eigentlich dann zu Manege frei gekommen und ja, jetzt läuft das Ganze so. Was kann man sich unter dem Namen Manege frei vorstellen, unter deinen Partys, sag ich mal? Also auf jeden Fall ein Synapsenfeuerwerk für den Kopf und Raum und Zeit verliert man eh, wenn man da in diese Party reinkommt. Also mehr oder weniger möchte ich eigentlich gar nicht dazu sagen, weil man muss einfach mal auf der Party gewesen sein, um zu spüren, wie es da wirklich ist. Gab es einen gewissen Beweggrund, wie du auf die Idee gekommen bist, diese Veranstaltungsreihe zu machen? Gab es einen bestimmten Auslöser oder bist du auf der Couch gesessen, hast du gesagt, das mache ich jetzt? Ja, einen Beweggrund gab es schon so. Ich wollte einfach mein eigener Veranstalter sein und dass ich selber der Herr bin über das Ganze, wie ein ganzer Abend ablaufen soll. So zum Beispiel, wie stelle ich mir eine perfekte Partynacht vor, so Manege frei? Ja. Deine Veranstaltung, ist die nur in einer Location oder bist du da in mehreren verschiedenen Locations? Also besetzt habe ich sie nur in der Batterie 94 gemacht in Ingolstadt, aber ich bin schon am Planen, dass ich 2013 so ein kleines Open-Air-Festival starte, okay. Weil ich, wie gesagt, Zirkus, Manege, so mit einem Zelt draußen, sowas habe ich mir jetzt eigentlich schon für nächstes Jahr vorgenommen und das will ich auf jeden Fall auch starten, weil wer feiert schon nicht gerne draußen im Freien, wenn es schön warm ist? Vampire? Ja. Yeah. Auch sogar die kommen dann auch. Natürlich kommen die raus. Was haben denn schon für Leute auf deinen Veranstaltungen gespielt? Oder ja, genau. Also zuerst einmal waren die ersten DJs so nur Local Heroes, weil ich mir gedacht habe, ja, wieso soll ich jetzt fette Leute einladen und die Leute aus Ingolstadt verstehen das vielleicht überhaupt gar nicht, was das eigentlich sein sollte. Und nachdem die Local Heroes aufgebraucht waren, habe ich mir halt einfach mal zum Beispiel Martin Dakar von Subdub Record geholt. Okay. Ein sehr guter Freund von mir, den hat super Spaß gemacht, mal an der Manege zu spielen. Jetzt zum Beispiel, wie heute, zum Beispiel an einer Manege spielt Felix Felidé, auch der in der Bar 25 schon mal gespielt hat. Okay. Im Suxul auch öfter spielen tut und ja, also ich bin da eigentlich sehr offen für alles. Also ich sag jetzt nicht, der oder der soll jetzt da spielen, sondern ich mach das einfach so, wie ich gerade Bock hab. Ja, so gehört sich's auch. Ja, natürlich, spontan ist eh das Beste. Und hast du auch andere Locations im Kopf, außer deiner Open-Air-Veranstaltung, in gewissen Clubs? Oder willst du dich auch mal als Ingolstadt rausbewegen? Oder? Also ich hab's eigentlich schon vor,
Aber es ist halt immer schwer, andere Lokalitäten dafür zu begeistern, dass die verstehen, was ich halt darüber bringen will. Es ist halt immer sehr schwer irgendwie den Leuten zu verstehen, zu geben, was ich wirklich damit bezwecken will. Man eben, wie gesagt, da mal da gewesen sein muss, um das zu kapieren. Genau, das ist das einfach. Und deswegen feiere ich auch gerne in meiner eigenen Location in der Batterie, weil wenn ich jetzt da sage, hey, es ist die nächste Manege, dann springen schon die Leute auf und sagen, hey, boah, geil, die nächste Manege ist schon wieder da. Und die freuen sich halt super drauf. Und ja. Hat sich schon dementsprechend in Ingolstadt rumgesprochen? Ja, das hat sich auf jeden Fall rumgesprochen, weil diese ganze Deko-Sache und so, weil ich bin immer ganz viel am Dekorieren und wirklich, dass die Leute, wenn sie reinkommen, dass sie sich wirklich so wie so Alice im Wunderland vorkommen, dass sie wirklich so denken, wow, was ist denn hier eigentlich los? So, okay, cool, jetzt schauen wir in den nächsten Raum, was ist hier? Und die Leute verzaubert es eigentlich nur, wenn sie jetzt da in die Location reinkommen. Mal was anderes. Auf jeden Fall. Als es nur straight auf Booking zu gehen. Genau. Gehe ich eigentlich mehr auf dieses andere, wirklich, dass die Leute, wenn sie in den Club reinkommen, dass es zuerst mal so ein Augenschmaus für die ist und dann fühlen sie sich auch wohl, weil wenn das jetzt nicht so 0815 ist, dann ist es für die schon viel, viel schöner, da zu feiern und zu tanzen. Glaube ich dir aufs Wort, ganz ehrlich. Man sieht es ja heute auch schon hier an der Manege. Ich fühle mich wohl. Sehr gut. Hast du einen gewissen großen Einfluss auf Ingolstadt, glaubst du? Oder wie sieht die Szene in Ingolstadt an sich aus? Also ich bin jetzt zum dritten Mal, glaube ich, in Ingolstadt und ich habe da viel nicht mitbekommen. Sagen wir es so, Ingolstadt ist wie so ein kleines Dorf. Es gibt die Feierelite, es gibt die Leute, die wirklich verstehen, um was es wirklich geht. Und es gibt halt die Leute, die sind halt nur da. Und wenn es ein großes Booking ist, dann hören sie zum Beispiel, ja, der und der kommt, dann gehen sie sofort hin. Aber was wirklich der Hintergrund jetzt zum Beispiel von der Manege ist, haben viele am Anfang gar nicht verstanden. Erst wirklich nach 3-4 Manegen-Partys haben die Leute erst verstanden, hey, boah, das ist ja eigentlich was Familiäres, das ist was, wo die Leute einfach abschalten können und einfach mal sich hängen lassen können. Und ja, ein Einfluss in Ingolstadt, also natürlich nehme ich irgendwie einen kleinen Einfluss in Ingolstadt, muss man ja auch machen irgendwie, man muss sich ja irgendwie preisgeben und sagen, hey, pass auf, hier bin ich, ich will euch das zeigen, ich präsentiere das. Ja. Aber ganz ehrlich, mir ist es eigentlich egal, ob ich einen Einfluss habe oder nicht. Wenn die Leute kommen, dann wissen sie ganz genau, dass sie zu 120% geile Party kriegen und eine perfekte Partynacht. So muss das sein, ganz ehrlich. Ja. Aurel hier macht ja auch die nächste Mental-Session für uns, die Nummer 4. Und ich will da gar nicht näher drauf eingehen, also das könnt ihr euch eh kostenfrei runterladen und ich kann es nur empfehlen, weil ich habe ihn auch schon spielen, ich habe dich schon mal ins Bauhaus geholt, nach Landshut und Alter. Das war eine unvergessliche Partynacht, würde ich mal sagen. Definitiv. Nee, wie gesagt, Manege frei, für Manege frei, für Aurel, für Ingolstadt und für alle anderen. Mir hat Spaß gemacht, ich freue mich auf den heutigen Abend und ja, let's rock, oder würde ich sagen. Wir hören uns.